So, willkommen zur neuen Folge. In der letzten Folge hatten wir mit Armit ausgemacht, dass wir ihm helfen, weil er uns das Horoskop, das Fernglas da gegeben hat. Jetzt lotst er uns wahrscheinlich irgendwie durch den Wald, keine Ahnung, was Phase ist. Wir haben ja gesagt, es wird spannend. Wir werden sehen, wo er uns hinführt. Und let's go, Armit. Muss man es unsichtbar machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Er ist ja auch nicht unsichtbar. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ja. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldstein-Club ist feige. Ehrlich? Ja, wohin? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum fängst du mich nicht an? Wenn du willst. Finde den Astronomie-Altar. Ja, dann. Oh. Aui. Hey, was war das denn? Aua. Sorry, Junge. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Ist hier eine Badewanne drin, Alter? Sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Nicht so sauber, aha. Komm, trink! Mehr Spinnweben? Revelio. Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach Quatsch. Doch nicht so nah bei der Schule, Armit. Lumos. Haben wir doch den Altar. Ja, dann komm. Beweg die Backen, Junge. Braucht er da ewig, Alter. Komm, Junge. Zieh. Armit? Kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Warum faszinieren dich die Sterne so? Wahrscheinlich, weil es so viel über sie zu lernen gibt. Ich meine, es gibt zu vielen Themen viel zu lernen. Aber die Astronomie scheint grenzenlos zu sein. Ständig wird etwas Neues entdeckt. Es werden ständig neue Monde und Sterne entdeckt. Erst vor 50 Jahren wurde ein neuer Planet gefunden. Aha. Okay. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Ja, oh, besser ist das. Also gut. So, wir haben den Altar hier. Verwende den Altar. Ja, aber wie denn? Ja, mal sehen, wie er funktioniert. Das ist richtig. Wie funktioniert er? Contingo. Lumos. Vielleicht kann er uns erklären, wie das funktioniert. Kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Wo genau ist dieser Altar, den wir... Ja, wo er ist, wissen wir. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Oh. Okay, er kann uns also nicht weiterhelfen. Ach, was war denn hier? Auf einmal steht da Nutzen. Frech. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Ja. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Teleskop rotieren, ausrichten. Zoomen, auszoomen. Okay. Gucken geht es um Geduld und Präzision. Nicht zu blöde? Was müssen wir machen? Anzoomen, rauszoomen. Aber hier hat doch auch was geblinkt. Oh ne, wir müssen da oben hin. Das drehen.
Oh, Junge. Hier geht schon Rappel. Hab ich da einen Bock drauf nicht? Oh. Ich weiß, es ist fast unmöglich, die Aufregung in so einem Moment zu zügeln. Aber bleib ruhig. Leichte Anpassungen. Was ist denn hier leichte Anpassungen, du Fischer da? Jetzt aber. Eieiei. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Das ist sehr liebenswürdig. Wie du meinst, Amit. Wie du meinst. So ist es. Wart's nur ab. Ich werde dich mit dieser Aussage zitieren. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronomen entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Das Ehre. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Bis bald. So, die Frage ist, was bringt uns das, wenn wir jetzt die Altäre erforschen? Herausforderungen. Okay. 1 von 5. Immer schön den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Okay. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns doch in der Kartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Ja, das können wir natürlich machen. Let me check Aufträge. So, das ist noch zu hoch. Das haben wir noch nicht. Die beiden, machen wir erst den hier. Triff dich mit Loas. Trich in Lower Hawksfield mit Nutty. Machen wir das. Auf Karte verfolgen. Da unten ist ein Nutty. Können wir doch importen. Dafür haben wir ja das Floh-Netzwerk. So, wo ist Nutty? Warten. Hallöchen. Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich von Kannst du deinen Maul halten, bitte? Ist das Mr. Pickles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Okay, sprechen wir mit ihm. Rebellion. Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Bickel. Mein Mann ist tot. Er hat ihn getötet. Oh, tut mir leid, Mrs. Bickel. Wer hat ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow, da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Wo ist Archie? Ja. Ich will nicht zu düster sein, aber könnte Harlow ihn entführt haben? Archies Tasche ist weg. Also ist er vielleicht nur ausgebüxt. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend wie so oft. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Er geht nie südlich weit weg, von aber hier. Wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Ach. Er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. So ein Schuft. Welchen Grund sollte Harlow haben, ihren Mann zu töten? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt.
Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Ah ja. Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh, was tue ich nur? Ah, was tun wir bloß? Wo könnte Archie nur stecken? Wir werden... Müssen wir hier so ein bisschen... Bing. Hier waren wir schon mal drin. Wieso haben wir hier außen die Kisten nicht mitgenommen? Oder sind die respawned? Kann das sein? I don't know. Ob die respawned sind? Da oben ist noch ein kleiner Sack. Revelio. Alohomora. Alohomora. Revelio. Nehmen wir alles mit hier. Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickle. Mr. Bickle? Er hat dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Hey, jo. Hallo, Sir. Was zu verkaufen? Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Sami und dies ist mein Zauber. Zaubertränkelan. Da gucken wir mal kurz rein. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht können wir hier was kaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? So, fliegen, nehmen wir mit dir. Ja, damit sind wir full. Na dann, weiter geht's. Das sind auf jeden Fall ein paar Bösewichte links, rechts von uns. Nalten da so. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reicht offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Revelio. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Wir gucken mal. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickle erwähnt hat. Archie? Archie? Archie! Das hat er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach ihm gesucht. Revelio ist die einzige Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Archie, wo bist du? Archies Fußabdrücke. Er ist hier lang. Aha. Wunderbar. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden fällt ein hier. Umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Warte, hier ist eine Truhe. Auch erst die Truhe hier. Revelio. Komm ich da rein? Wait a minute. Archie kann auch kurz ohne mich aushalten, oder? Was ist das? Untersuchen. Was passiert hier? Da drin ist was, okay. Revelio. Defunter. Blöde Sau. Dann müssen wir ihn erstmal wegziehen hier. Accio. Vingadium Leviosa. So. Wo nehmen wir mit? Levioso. Müssen hier hoch, um da reinzukommen wahrscheinlich. Revelio.
Konfringo! Was auch immer das war. Keine Ahnung. Ui. Oh nö. Incendio. Ist hier noch was? Ne, anscheinend nicht. Oh. Lazio. Defendung. Gefolgung. Oh. Lazio. Defendung. Mann. Gefolgung. Ey, du nervst, Kollege. Protego. Kannst dich abblocken. So. Dann machen wir das so. Welche Nervensägen hier. Ach, das geht nicht. Wir müssen es so machen. Na dann. Hallöchen. So. Hochspuren. Hier vorne. Let's go. Balfa, mach dich kampfbereit. Lazio, gefällt. Potato, gefunden. Hast du Moment? Lazio, gefällt. Lazio. Lazio, gefunden. Accio. Accio ist hoffentlich nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Sehen wir uns mal um. Revelio. Muss wen? Hier vorne. Archies Tasche. Warum ließ er sie zurück? Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder lohnen. Ja, habe ich doch gerade gemacht. Archie ist hier lang. Jetzt finde ich es erst. Perfekt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Hoffentlich was nicht, hat Harlow er wohl gesehen? Hat. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Revelio. Lauf, Nati, lauf! Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Och. Verschiedene Fußspuren. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Lauf! Oh. Levioso. Sie sind ziemlich schön, nicht wahr? Was? Du siehst auch Testral? Ich habe den Incendio. Tod von unseren Räubern. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, Levioso. Das Trost. Warte. Warte mal, vielleicht können wir... Och, du bist doch eine blöde Sau, Nati. Komm jetzt! Wollte eins fangen, du blöde Sau, wegen dir treffe ich sie. Toll, Nati. Toll. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, Lidioso, als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Nati, nerv nicht. Ich bin dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Dann folg mir doch einfach. Wir müssen Archie finden. Mann, 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 ey. Ich meine, Ruhe fangen kannst du hier.
Ach, jetzt soll ich wieder vorgehen. Jetzt nehmen wir schon Kinder auf, was? Aber durch, dann werden wir ihn nicht. Wie befürchtet, sie haben Archie. Steh ich. Sei auf der Hut. Wir dürfen keine Kinder. Totalus. Wir haben das auch. Wir haben noch zwei hier. Drinnen wahrscheinlich und der hier. Der lästige kleine Kerl. Ach ne, da hinten ist er. Gut, dass wir eine Ruhe gibt's da hinten. Sie hatten es verdient. Natürlich hatten sie es verdient, Nati. Aber so hat von. So, schauen wir mal, ob wir das Rätsel hier auch mal schnell nebenbei lösen können. Kaputt machen. Arresto Momento. Defunto. Arresto Momento. Komm, trink. Wir können. Rebellion. Jetzt. Rebellion. Hier haben wir noch einen Würfel, okay. So, hier müssen wir mal kurz. Wir haben jetzt zweimal drin. Fehlt uns noch irgendwas? Das haben wir, das haben wir. Der fehlt uns noch. So. Nee. Ach hier. Nee. Descendo. Nee. Defunto. Defunto. Können wir ihn drehen? Lumos. 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 Ein Schatten. Repar. Wingardium Leviosa. Leviosa. Defendus. Exterior. Incendium. Wir müssen den Würfel drehen. Das ist mir klar. Defendus. Wingardium Leviosa. Leviosum. Wie? Wingardium Leviosa. Bing bong. Der Eiermann ist da. Reveal. Ich bin zu blöde. Ich bin zu blöde. Und Raff ist gerade nicht. Flippen. Der passt. Der passt auch da hinten. Der passt hier nicht. Aber Hafe.
Also, wir haben eine 8. Viereck, Harfe. Das 8. Viereck, Harfe. Das. Ja. Jetzt haben wir hier die Harfe. Mit uns noch die Seite hier. Jetzt haben wir es. Wie auch immer wir es gedreht haben. Ich habe es tatsächlich irgendwie nicht gesehen, aber... Hey! Wir haben das Rätsel gelöst. Haben wir den Würfel gedreht? Ich weiß es nicht. Egal. Rebellion. So. Was ist hier oben? Weiß nicht, was das hier ist. Untersuchen. Wo führt er uns hin? Ach, da drüben. Sind das Erinnerungen, die wir sammeln? Ja. Hab ich da irgendwas nicht mitgekriegt hier. Reise. Revelio. Dass dieses Zelt innen so groß ist, das macht alles etwas komplizierter. Das ist richtig. Aber... Oh, wir kriegen das hin. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Hier ist noch ein Kind. Lassen wir ihn frei. Felicus Totalus. Revelio. Du, Revelio. Ich dachte, das wäre eine Person hier. Perfekt. So, hier haben wir noch einen Sack. Was stöhnst du die ganze Zeit da, Kollege? Oh, hier ist zu. Ja, wenn wir das jetzt aufspringen, dann hören die uns ja. Gehen wir hier lang. Oh. Mit einem Unsichtbarkeitstrank hier ran. Scheiß drauf, wir machen sie fertig, Alter. Beruhig dich, ich komm gleich. Revelio. Muss erstmal hier alles einsammeln. Ah, beruhig dich. Komm doch gleich. Immer ruhig bleiben hier. Kommen wir hier nicht hoch? Doch, wir können hier hochjumpen, oder? Oder auch nicht. Dann hier hoch. Och, Junge, die, also. Kann mir jemand helfen? Ist da jemand? Wo ist denn die Alte? Ganz unten. Bitte. Wer ist denn hier? Archie. Hallo, Archie. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Revelio. Um dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Tut mir leid. Wir müssen das irgendwie öffnen. Irgendwie öffnen? Komisch. Hallo, Homora. Hallo, Homora. Der Mann heißt Harlow. Er hat meinen Vater getötet. So ein Frechdachs. Archie. Dafür schnappen wir ihn.
Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Kennen wir den? Natürlich, wenn wir die Flo-Dings benutzen. Teleport. Sprich mit Biggles. Oh, jetzt geht's. Revelio. Das hier? Stein, okay. Irgendwie buggt unsere Karte ein bisschen, aber ja. Passiert. So, Madame. Archie, da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter? 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 Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Oh no. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rape. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh. Ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Lauf ins Haus, Archie. Los. Renn und stolper nicht. Ey. Ja gut, Freunde. Da werden wir in der nächsten Folge mit Mrs. Bickle sprechen. Wahrscheinlich dann die Freunde ihres Ehemanns retten müssen. Wie wir gerade erfahren haben. Mal sehen, was uns erwartet. Sag ich vielen Dank fürs Reinschauen und bis zur nächsten Folge. Ting, det mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.